So, ein herzliches Grüß Gott und willkommen beim Kulturprogramm der Deutschen Banater Jugend- und Drachengruppe im Rahmen vom diesjährigen Heimattag. Wir knallen ein, für die DBJT-Zeitreise begrüßen zu dürfen. Aber wir sollten uns mal vorstellen. Du hast recht, darf ich euch vorstellen, Astrid Eberhard aus Leimen bei Heidelberg. Ihre Banater Wurzeln liegen in Tschannat und Kegelwitschhausen. Dankeschön. Dennis Schmidt aus Ludwigshafen, seine Eltern stammen aus Glogowatz. Dankeschön. Heute Nachmittag. Heute am Nachmittag werdet ihr noch viele andere DBJT-Mitglieder auf der Bühne sehen und mit uns zusammen eine Zeitreise durch die Geschichte der Banater Schwaben durchlaufen. Die Banater Trachtengruppen aus Süddeutschland haben ein aufwendiges Programm auf die Beine gestellt. Eigenständig an so Theater und Musikstück gelernt, Requisiten gebastelt und sich mit der Geschichte der Banater Schwaben auseinandergesetzt. Heute werden die einzelnen Szenen wie ein Puzzle zu einer Zeitreise zusammengesetzt. Und damit die Leute auch ganz dahin was sehen, haben wir darüber noch eine Leinwand aufgebaut. Auf der Leinwand werden Bilder gewiesen, zur jeweiligen Zeit. Um deutlicher zu machen, wo wir uns gerade in der Geschichte befinden, steht die Jahreszahl immer auf der Leinwand. Aber Astrid, mal unter uns, interessiert die junge Leute von heute wirklich, was vor 300 Jahren passiert ist? Klar, schließlich will man doch wissen, woher die Eltern stammt. Man will doch wissen, wo die Wurzeln sind. Außerdem kommt der Spaß dabei auch nicht zu kurz. Okay, das kann ich verstehen. Aber das war doch sicher nicht ganz einfach. Da sind ja viele schwierige Themen dabei und es muss ja ganz genau recherchiert werden. Und dann 300 Jahre in 2 Stunden zu packen, das war bestimmt nicht leicht. Und viele, viele Seiten wurden immer Informationen zusammengetragen. Sei es über das Internet oder durch Gespräche mit anderen Generationen. So haben sie auch die Landsmannschaft gefroren und haben die ganzen Informationen zusammengetragen. Es war eine Herausforderung. Gerade auch bei den ernsten Themen ist es ja nicht besonders leicht, die alle in 2 Stunden und 300 Jahren alles wiederzugeben. Wichtig dabei ist doch, dass man mit dem Herzen beim Thema ist. Stimmt. Und mit dem Herzen sind alle dabei. Und damit das Lamberfieber hinter der Bienen nicht noch stärker wird, würde ich vorschlagen, fangen wir jetzt an. Bibi Landsleit geht mit uns auf eine Reise in die Banater Geschichte. Viel Spaß und viel Vergnügen. Thank you.
könnt's euch gehen. Du träumst. Du und dein Leid, die leier da und sterbe fast vor Durst. Aber jetzt gib mal gut Obacht. Wenn du wackelig wärst, dann holst du dein Säbel und schlagst den da in den Reberstock drin. Oh. Sorry, das ist ja eine Weide. Naja, ist ja auch egal. Du holst dein Säbel und schlagst den da drin. Zur Sicherheit schlagst zweimal zu. Und dann wärst du gesinn. Dort kommt frisches und saures Wasser raus. Und dann kann er dir davon trinken. Der Friede von Passarowitz beendete den venezianisch-österreichischen Türkenkrieg. Damit wurde auch das Banat Teil Österreichs. Und man sagt, mit folgenden Worten beschrieb Prinz Eugen seinem Kaiser das Banat: Ich will zu Ihnen von einem Lande sprechen, das Sie nicht kennen, davon Sie kaum gehört haben. Ich habe das Land gesehen, ich bin über seine fette, schwarze Erde geritten, ich habe dort meine Schlachten geschlagen, wünschend, ich könnte als Gutsherr darüber reiten.
Dort ist noch Brot für viele Tausende. Dort ist Arbeit für zahllose Hände. Das Land wartet auf Sie, Majestät. Sie haben im Reich Überfluss an Menschen, die nach Land hungrig sind. Sie wollen Ihnen ein neues Reich gründen. Nicht mit dem Schwerte, wie Reiche sonst gegründet werden, sondern mit Spaten und Pflug. Und es erhob sich ein großer Windwirbel, und die Wellen schlugen in das Boot, sodass das Boot voll wurde. Und er war hinten im Boot und schlief auf seinem Kissen. Und sie weckten ihn auf und sprachen zu ihm: Meister, fragst du nicht danach, dass wir umkommen? Und er stand auf und bedrohte den Wind und sprach zu dem Meer: Und verstumme. Und der Wind legte sich, und es entstand eine große Stille. Bist du allein auf der Auswanderung? Mhm.
Bist du verheiratet? Nein. Laut Punkt 1 der Ansiedlungsbelehrung können nur verheiratete Kolonisten eine Bauersiedlung kriegen. Schau, Bub. Du wirst doch als Deutscher keine Ungarin oder Walachin heiraten wollen, dort drunter. Angenommen, dass du durchkommst in Wien. Na, bis Wien ist ja so weit. Wie heißt du? Christoph Burger. Und wo kommst du her? Aus dem Badischen. Bist du verschrocken? Bisschen. Wie heißt du? Annemarie Siebel. Ameihofe zu mir. Und dir? Christoph Burger. Hast keine Angehörige unter den Auswanderern? Nein, ich bin mit Nacht und Nebel über Dorf nun. Ich wollte kein Knecht mehr sehen. Wir haben kein Feld und auch kein Recht. Ein Zurück gibt's für mich nicht mehr. Ich will ein freier Mann auf eigene Boden sehen. Bist du rauer Gesell? Dort unten, in Temmeschwer, Banat, wird man die Ruhe brauchen. Na, du kommst mir wie eine Donauweibli vor. Nur kein Flosse ist. Aber die Donauweibli, die darfst du auch hören. Sonst kommst du bei Regensburg etwa von Donaustrudel. Amai, ich glaub schier, ich bin verzaubert. Amai! Bester Vater, ich muss gangen. Ja, Christoph, wie sieht's aus mit dem Punkt 1, der Ansiedlungsbelehrung und mit dem Bauernhof im Banat? Den Bauernhof, den kriege ich. Das gefällt mir. Das ist aber mutig gesprochen. Übrigens, was ich noch fragen haben will, wer wird mit dir den Bauernhof einziehen? In Regensburg, werde ich es euch sagen. Doch wollt ihr an Vaterstelle mein Trauzeuge sehen? Wenn das dir ernst ist, da um die Hand. Wir wollen zusammenhalten. Du gefällst mir, Christoph. Amai, ich hab dich so gern. Willst du mir einen Bauernhof gründen? Willst du mich weit werden? Hast du mich lieb, Amai?